Pfingstgemeinde. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Verabschiedung unserer Pfarrerin Kersten Marie Stegmann. Nach gut 5,5 Jahren wird Ihr Dienst in unserer Gemeinde zum 1. Februar 2022 enden, da sie sich auf eine Pfarrstelle in Haiger beworben hat und diese am 1. März 2022 antreten wird. Heute wird sie noch einmal für uns predigen, bevor Dekan Andreas Friedrich Pfarrerin Stegmann vom Dienst in unserer Gemeinde entpflichten wird. An der Orgel begleitet uns Manuel Böhm durch diesen Gottesdienst, unterstützt von Hanna Mathilde Becker, die dafür sorgen wird, dass die richtigen Register gezogen werden. Und so lassen Sie uns gemeinsam das erste Lied singen. Diesen Gottesdienst miteinander und im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so lassen Sie uns im Wechsel Psalm 139 in einer Übertragung beten und ich darf Sie bitten, die eingerückten Verse zu beten. Wo immer ich bin, was immer ich tue, du Gott umgibst mich mit deinen haltenden Händen. Denn du Gott, du durchschaust mich und kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst meine Pläne von ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Wo immer ich bin, was immer ich tue, du Gott umgibst mich mit deinen haltenden Händen. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Zu wunderbar.
immer ich bin, was immer ich tue, du Gott umgibst mich mit deinen haltenden Händen. Steige ich hinauf in den Himmel, du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt, auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los. Wo immer ich bin, was immer ich tue, du, Gott, umgehst mich mit deinen haltenden Händen. Du machst, dass diese Nacht für mich leuchtet, so hell wie der Tag. Und darum singen wir dir unser Lob und beten dich an. Ewiger Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, zu dir kommen wir heute, an diesem Nachmittag, mit all unseren Gedanken und Gefühlen in Kopf und Herz. Du kennst sie, du weißt, was wir denken und fühlen, denn du hast uns ins Leben gerufen und in die Gemeinschaft miteinander und mit dir. Gedanken des Abschieds sind heute dabei, wenn wir miteinander und in deinem Angesicht diesen Gottesdienst feiern. Aber auf dich, Gott, hoffen wir, denn du führst uns und unsere Wege. Auf dich trauen wir, wenn wir zu dir kommen, um Schweres abzulegen, denn du bist ein Gott, der Lasten mitträgt. Auf dich trauen wir, wenn wir zu dir kommen, um dein Wort zu hören, denn du bist ein Gott, der uns viel zu sagen hat. Zu dir kommen wir, denn du bist ein Gott, der uns immer wieder Möglichkeiten eröffnet für uns, deine Menschen. Und darum rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Darum, Lob singt dem Herrn, erhebet seinen Namen. Du schaust uns an mit dem Blick göttlicher Fürsorge. Und du lehrst uns, die Welt mit anderen Augen zu sehen, mit Augen der Liebe, mit Augen der Hoffnung, mit Augen der Gnade. Hilf du uns, uns von diesem Blick anrühren zu lassen, im Miteinander, in der Hoffnung und im Glauben. Dies bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Lesung für heute steht in Matthäus 17, Verse 1 bis 9. Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg, und er wurde verklärt von ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Nun wollen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
aus unserer Bibel, die mich bisher am stärksten in meinem Leben begleitet haben und es auch immer noch tun. Meine erste
verändert sich so schnell, dass manchmal für ihr wie ein Phantom erscheint. Und dann ist da ja auch noch Corona, auch heute. Und hier sichtbar darin, dass wir anmelden mussten, dass wir sitzen mit Maske und Abstand. Eine Pandemie, die so zu meinem Eindruck nehmen, ein Brennglas aufzeigt, was sich in unserer Gesellschaft verändert. Auch positive Kräfte, Kreativität, die freigesetzt wird, aber vor allen Dingen legt sie die Lupe, finde ich, auf die negativen Folgen. Werte, auch gesellschaftliche Werte von Achtung und Umgang miteinander, die eigentlich selbstverständlich schienen und nun ins Wanken geraten sind. Und dann bleibt die große, große Frage, wie geht es weiter und was trägt uns dabei? Für mich höre ich da Worte dieses 139. Psalms, die uns zusagen, auch dann, wenn alles ins Wanken gerät, Gott ist da. Wenn ich eben Flügel der Morgenröte nehme und am äußersten Meer liege, selbst wenn ich Gott nicht spüre und sehe, Gottes Hand führt mich auch dort und sein Recht hält mich. Selbst dann, wenn alles in Frage gestellt ist, selbst dann, wenn ich das Gefühl habe, ich verliere den Kontakt zu dem, was mir wichtig war, ja, sogar den Kontakt zu Gott, dann hält mich Gottes Hand trotzdem. Und es ist eine große Zusage und eine wunderbare Zusage, so erlebe ich das, dass Gott mich nicht loslässt, sondern selbst die Beziehung sucht. Zu uns, von sich aus. Und dass er sie hält, auch von sich aus. Ein wunderbares Geschenk, aus dem ich Kraft schöpfe in meinem Sein und Leben. Diese Psalmworte, die mir so viel bedeuten, sie sind für mich dadurch zugeschrieben. Er vertraut darauf, dass Gott ihn kennt und ihn versteht. Und das gibt ihm Kraft, mit Steinschleudern sogar Riesen zu fassen. Gott kennt ihn und versteht auch seine Gedanken und Gefühle. Nichts davon ist ihm verborgen. Weil Gott ihn und uns in die Welt gerufen hat, darum hat er ein Interesse, uns ganz wunderbar zu erhalten und uns eben nicht loszulassen und aus dem Blick zu verlieren. Selbst dann, wenn wir Gott aus dem Blick verlieren. Wir können vor Gott nicht weglaufen und müssen es auch nicht. Ich weiß ja wohl, dass diese Vorstellung eines Gottes als der, der alles sieht, oft auch missbräuchlich angewendet wurde. Um Druck zu machen und der Zeigefinger zu erheben, denkt man, der liebe Gott sieht alles. Ich aber glaube, dass Gott uns eigentlich Freiraum schaffen will. Wir müssen uns nicht verstecken mit unserem Sein und Handeln, sondern wir dürfen und wir sollen leben. In dieser Welt, so wie wir gerade sind. So sind wir geschickt und wir dürfen leben und dürfen ausprobieren. Mit allen Bedingungen, Versuchen und den Fehlern eben auch. Weil Gott uns im Blick hat und wenn nötig auch vergibt. Liebe Gemeinde, ich hoffe, es ist mir in den Jahren mit der Blumen, ihnen da von uns zu reden. Von einem Gott, der uns zugewandt ist und uns gnädig durchs Leben begleitet. Und ein Gott, der uns Mut macht, unser Leben voller Vertrauen in ihn zu lieben, selbst am äußersten Meeresrand. Weil Gott uns selbst eben nicht los ist. Wenn ich zurückdenke an meinen ersten Eindruck hier in dieser Kirche, die liebe Frau Meiner, sie haben sie mir gezeigt, dann denke ich, auch als Kreuz, was mir hängt. Ich habe verstanden. Und er ist und er bleibt für mich vor allen Dingen der Umarmende. Diese nach unten gestreckten Hände, ich
finde, sie haben etwas Umarmendes, etwas Haltendes. Wir können nicht weglaufen in unserem Leben, nicht vor den Unsicherheiten, aber auch nicht von Gott. Dass Gott uns immer wieder nahe kommt und uns gewissermaßen umarmt, das ist für mich ein Teil dieses Geheimnisses vom Kreuz. Die Jünger, von denen wir in der Lesung gehört haben, sie durften schon einen besonderen Blick erhaschen, die Erscheinung sehen, mit der Ahnung, dass mit Jesus Gott auf besondere Weise in die Welt gekommen ist. Und Jesus ist auch eingeweiht in die Reihe besonderer Personen der Gottesgeschichte. Eingeweiht in eine Reihe mit Großen und Liebe. Er zeigt den Jüngern und er zeigt es uns, dass Gott sich beständig zeigt in allen Zeiten der Weltgeschichte und immer wieder auf einmal rettend, heilend und tragend, umarmend. Und mir persönlich gibt das Trost, dass etwas bleibt, was trotzdem trägt, in aller Unsicherheit, in allen Sorgen, die Veränderungen auch mit sich bringen, Gott bleibt trotzdem stabil. Wir bestehen als Christen in einer ganz langen Tradition der Gewissheit, des Glaubens, des Hoffens. Und manchmal tun wir das alle und alles zusammen trotz der Menschen. Alte Worte, die mich fragen, die schon so viele davon getragen haben und hoffentlich auch in der Zukunft ganz viele tragen. Man kann den Glauben an Gott nicht befehlen und manchmal etwas schwer zu begreifen. Aber wir können erzählen. Und davon lebt unser Glaube, davon lebt unsere Kirche, dass es Menschen gibt, die weitergehen, was sie trägt. Manchmal schaffen wir es, auch literarische Figuren einen gewissen Zauber zu entfachen, aber vielmehr, glaube ich, schaffen wir das in der Gemeinschaft. Gemeinde, hier in dieser Kirche durfte ich Kinder taufen, ihre Kinder. Hinein in dieses Versprechen, dass Gottes Hand sie führen und halten wird, egal an welchem Punkt in ihrem Leben sie sich befinden oder egal was sie erleben können. Und weitergehen, was sein trägt, kann so viele Formen haben und so viele Ausdrücke finden. Und bitte ich so dankbar zurück auf das, was wir mit dem Kindergottesdienst hier gemacht haben, zum Beispiel. Oder auf das, was alles im Kindergarten passiert. Es sind so viele Situationen und auch Methoden verschiedene gewesen, den Kleinsten unserer Gemeinde zu erzählen und ihnen eine Hoffnung für ihr Leben einzupflanzen. Herz. Wenn der dritten Kind im Kindergarten dabei mal einen Schein aussucht, du kommst wieder zu Gottes Liebe, dann ist ja auch mit was hängen und dich bestärken. Und das ist ja nicht meine Rede, sondern das ist auch dieses ganze Kindergarten-Team, die sich da so um die Religionsbedeutung bemühen. Ja, und wenn ich nun am Ende meiner letzten Predigt in dieser Kirche wenn ich nun zurückschaue, dann blicke ich dankbar zurück auf die vielen Begegnungen. Hier im Gottesdienst, aber auch in Gesprächen zu unterschiedlichen Anlässen. Ich erinnere mich an lustige Stunden mit euch Konfis und euren Vorgängerinnen, in denen zwischen Pizzaessen und Schmugglerspielen auch die ernsten Lebensfragen gestellt wurden. Und ich schaue auch zurück auf die Situationen, in denen Hoffnung und Zuversicht in Frage standen. An Gräbern oder in Gesprächen der Seelsorge. Und auch da hoffe ich, dass ich Ihnen tröstend erzählen konnte von unserem Gott, der uns trägt, an allen Ecken und Enden der Welt und sogar darüber hinaus. Und vieles davon konnte nur gelingen, weil
nicht alleine, sondern Menschen, die dich unterstützt haben. Ob im Kindergottesdienst oder im Frauenteam, ob beim Kaffeekochen, mit der den Senioren nach dem Abendmahl zusammensitzen konnten. So viele waren beteiligt und viele oft auch gar nicht sichtbar für die Gemeinde, die im Büro oder im Küstertum sind. Eine Aufzählung wird sich ja immer irgendwie unvollständig bleiben. Darum ein herzliches Danke an alle, die hier mit der Tiefe von der Kram irgendwie mitgewirkt haben. Besonders natürlich auch an den Kirchenvorstand, den jetzt eben genauso wie den Alten. Ich bin 5,5 Jahre wirklich sehr gerne Pfarrerin hier in Oberhausen gewesen. Und nun noch eine neue Chance weiterzuziehen. Eine persönliche Veränderung, die bedeutet Veränderung auch für Sie, die Gemeinde. Wahrscheinlich eben auch manche Unsicherheit, wie wird es weitergehen mit der Gemeinde. Ich hoffe, dass viele Regelungen schon getroffen wurden. Oder Schmidt wird hier weiter Gottesdienst übernehmen und die Kirchenvorstand begleiten. Carsten Simon wird Ansprecher sein, bei Pastor Hallen. Und Kerstin Griesen wird die Konfis begleiten. Hier durfte sie am Dienstag schon mal kennenlernen. Und bei allem bin ich trotzdem überzeugt, es wird weitergehen, hier in Oberhalsenhaus. Denn bei aller Veränderung, da bleibt eben einer beständig, der uns trägt, Gott selbst. Und in allem, was sie in dieser Gemeinde tun, welche Ziele sie miteinander entwickeln und welche Gottesdienste und Feste sie miteinander feiern, ich wünsche ihnen, dass sie dabei getragen werden von ihm, unserem Gott, der Vater, Sohn und der Heilige Geist ist. Und dass er sie immer wieder anrührt mit dem Zauber seiner Verheißung. Gott ist da für uns. Amen. Er bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Der Friede des auferstandenen Herrn sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Kersten, 5 Jahre, 8 Monate, um genau zu sein, sind nicht wenig, sind aber für die Inhaberschaft der Pfarrstelle der Kirchengemeinde Obereisenhausen auch nicht wirklich viel. Erst recht, wenn man sich daran orientiert, wie lange deine Vorgänger hier geblieben sind. Es hätte gerne mehr sein dürfen. Doch diese, Zitat, einmalige Chance musstet ihr einfach ergreifen. Besonders auch während der Pandemiezeit bist du mit deiner Nachbarkollegin Tatjana Frenzel noch mal mehr ein gutes, kollegiales und freundschaftlich verbundenes Team geworden. Ihr habt unter anderem digitale Gottesdienste geplant und aufgezeichnet und du hast sie hochgeladen. Du hast dich in diesem Bereich noch mal kräftig weiterentwickelt im Blick auf deine Kenntnisse und Fertigkeiten, vieles ganz selbstständig. Und als dann in Haiger beide Pfarrstellen gleichzeitig frei wurden, da musstet ihr beide nicht lange überlegen. Es ist einfach eine einmalige Chance, den Pfarrdienst in einer Gemeinde gemeinsam gestalten und als Team unterwegs sein zu können, hast du gesagt. Als Team, in dem man sich schon kennt und schätzt, das ist ja noch besonderer. Eine seltene Chance, die wohl so bald nicht wiedergekommen wäre. Ihr habt sie genutzt, habt euch beworben, seid gewählt worden. Und heute müssen wir euch nun verabschieden und weiterziehen lassen nach Haiger. Wir tun es nicht gern, aber wir tun es dankbar für die gemeinsame Zeit. Und wir tun es im Vertrauen, dass der Herr der Kirche euch nach Haiger begleiten und eure neue Gemeinde durch euren Dienst segnen wird und dass er auch hier neue Wege weist und diese Gemeinde segnen wird. Am 3. Advent, also erst vor kurzem, habt ihr euch in einem gemeinsamen Gottesdienst dort in Haiger präsentiert und euch dabei ein bisschen gegenseitig vorgestellt. Das kann man ja immer noch bei YouTube sehen. Tatjana sagt über dich, du seist eine sportliche, kompetente und verlässliche Kollegin. Sie verweist darauf, dass mancher nur noch die Rücklichter deines Fahrrads sieht, wenn du vorbeiflitzt, oder auf den Degen in der Ecke, Anspielung auf deine Leidenschaft fürs Fechten. Fürs Abschiedsfoto hast du neben deinem Gottesdienstordner dann noch deine Laufschuhe mitgebracht. Ich habe schon immer Sport gemacht, aber erst hier mit dem Laufen angefangen, sagst du. Und weiter, dabei kann ich Energie tanken. Es ist eine unglaublich schöne Gegend hier. Die Schöpfung liegt einem zu Füßen. In Klammern gesagt, ich glaube, in Haiger kann man schon auch schön laufen, aber da im Tal ist halt immer irgendwie die Autobahn im Weg. Und abseits davon geht es immer bergauf. Da musst du mal schauen, wie du das lösen wirst. Zurück zum 3. Advent. Tatjana sagt dann zum Schluss über dich, deine Schuhgröße wisse sie nicht, die könne man ja in der anschließenden Gemeindeversammlung erfragen. Da war ich ja nicht dabei. Ich weiß nicht, ob das jemand getan hat. Die Schuhgröße ist ja eigentlich kein Kriterium für den Pfarrdienst. Eigentlich. Aber vielleicht ja auch doch irgendwie. Wir reden ja im übertragenen Sinn vom Fußabdruck, den jemand hinterlässt, zum Beispiel unserem ökologischen Fußabdruck. Der kann ja viel größer sein als die Schuhgröße, auch bei Leuten mit kleinem Fuß. Wir sprechen von den großen Fußstapfen, die jemand hinterlässt, zum Beispiel für den oder die Nachfolgende. Ja, Kersten, ich weiß deine Schuhgröße nicht, aber du hast hier große Spuren hinterlassen. Viele Gottesdienste, Begleitung von Menschen, du hast angesprochen bei Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, in der Seelsorge, Ostern als ganz besonderer Höhepunkt im Kirchenjahr, in der Konfirmandenarbeit, in der Zusammenarbeit mit dem KIGO-Team, Familiengottesdienste.
die gemeinsame Schärfung des Gemeindeprofils, auch das gemeinsame Ausfechten, was muss bleiben, was darf sich ändern, wie finden die Beharrungskräfte und die Innovation zueinander. Der Start mit einem neuen Kirchenvorstand nach der Wahl eines neuen Kirchenvorstands, Kontakt zu den Vereinen, Zusammenarbeit mit den Vereinen in den Orten, die schriftlichen Hausgottesdienstvorlagen, da ist viel passiert. Auch bei Begegnungen im Nachbarschaftsraum, im Konvent, zwischen uns habe ich dich immer sehr strukturiert und gut vorbereitet, wach, mitdenkend und sehr reflektiert erlebt. Also du nimmst wahr, was läuft gut und was läuft nicht gut, wo klemmt es, du hast Ideen für Neues. Die gute Nachbarschaft mit Gönnern hat in den letzten Jahren noch mal mehr an Tiefe und Gestalt gewonnen. Und auch wenn sich nicht immer alles umsetzen lässt, was wir bemerken und erwägen, du hast die Menschen, die Situationen, die Herausforderungen gesehen. Ja, du hast Spuren hinterlassen. Dein Fußabdruck ist und bleibt hier sichtbar. Wir danken dir. Am 19. Juni 2016 bist du hier in dieser Kirche durch Pröbstin Puttkammer. Wobei eigentlich war sie ja nur die Ausführende, eigentlich bist du von Gott selbst hier ordiniert worden. Damals hat die Pröbstin über den Wochenspruch gesprochen und du hast dir gewünscht, dass ich dieses Bibelwort hier noch einmal aufgreife. Helft einander, die Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Aus dem Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 2. Eigentlich ist das eine tolle Beschreibung von Gemeinde. Eine ganz einfache, eine auch ganz praktische. Einander tragen und einander tragen helfen. Und die Lasten, die sehen wir dabei nicht nur als das Schwere, Schlimme, Leidvolle. Gemeinde ist eine Freude- und Leidgemeinschaft. Wir tragen, wir teilen das, was unser Leben ausmacht. Wir bringen es vor Gott, der unsere Lasten, unsere Freude wie unser Leid mitträgt, ja, der uns trägt, auch mit unseren Lasten. Jesus hat einmal gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Menschen, die liebevoll miteinander umgehen, werden auch gegenseitig zu fantasievollen und tatkräftigen Lastenträgern. Jesus wollte das so, dass Christen eine große Lastenträgergemeinschaft sind. Und wer sich darauf einlässt, wird eine merkwürdige Erfahrung machen, die ist logisch oder physikalisch nicht zu erklären, hat aber mit der ganz eigenen Logik des lebendigen Gottes zu tun. Die Lasten der anderen fallen leichter als die eigenen. Und die eigenen Lasten werden leichter, weil andere sie mittragen. Keine Angst, die Kraft reicht aus. Dafür sorgt Jesus persönlich. Wir dürfen ihm vertrauen, dürfen ihm das zutrauen, denn er legt uns nicht immer einfach immer mehr auf die Schultern, sodass wir irgendwann nicht mehr können, sondern er sagt, Lasten lassen sich am besten tragen, wenn man sie miteinander trägt. Macht es wie ich. Und wenn man es so sieht, liebe Gemeinde, liebe Kersten, dann geht es nicht zuerst um die Schuhgröße. Auch nicht darum, wer den größten Abdruck hat oder hinterlässt, sondern es geht darum, dass wir Jesus hinterher stolpern, in Haiger wie in Obereisenhausen, orientiert an seinem Auftrag. Helft einander, die Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den Dienst von Pfarrerin Kersten Marie Stegmann hier in Obereisenhausen, in Niedereisenhausen, in Steinperf und in der Nachbarschaft. Danke für gemeinsam erfahrenen Segen, den du geschenkt hast. Danke für die Kraft, die du gegeben hast, für Fröhliches und Belastendes.
Danke für dein Mitgehen durch Höhen und Tiefen. Danke für diese 5,5 gemeinsamen Jahre. Wir bitten dich, behüte und bewahre Kersten auf ihrem Weg in ihre neue Gemeinde in Haiger. Lass sie dort gut ankommen. Lass sie dort Aufnahme finden. Segne das Miteinander dort und die Verkündigung deines Evangeliums. Wir bitten dich für die Kirchengemeinde hier in Obereisenhausen. Bleib du bei uns und weise den Weg in eine gute Zukunft. Setze neue Kräfte frei und lass dich spüren in der Gemeinschaft derer, die zu dir gehören. Wir bitten, dass du eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger auf die Pfarrstelle berufst. Wir bitten für alle, die hier mit vertreten und helfen, dass wir immer neu erfahren, dass du in unserer Mitte bist und neue Wege weist. Ich bin bei euch alle Tage, so hast du es uns versprochen. Wir befehlen und vertrauen uns dir an. Amen. Liebe Kersten, nun darf ich dich hier nach vorne bitten. Seit Juni 2016 warst du Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Obereisenhausen mit den Ortsteilen Niedereisenhausen, Obereisenhausen und Steinkerf. Du hast das Evangelium verkündigt, warst Seelsorgerin, Lehrerin, Gemeindemanagerin, Ansprechpartnerin für viele Menschen. Gemeinsam mit dem Kirchenvorstand mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hast du in dieser Gemeinde zusammengearbeitet, hast dein Amt gebunden an dein Ordinationsversprechen, nach dem Bekenntnis und nach den Ordnungen unserer Kirche treu und gewissenhaft geführt. Nun gehst du in einen Monat Freistellung und ab März beginnt dann gemeinsam mit Tatjana Frenzel, wie ihr euch das gewünscht habt, der gemeinsame Dienst in Haiger. Ein bisschen traurig und noch viel mehr dankbar für die gemeinsame Zeit sagen wir auf Wiedersehen. Und auch du, liebe Kersten, du darfst diese Gemeinde nun loslassen. Denke mit Freude zurück an vieles, was gelungen ist. Lege in Gottes Hände, was nicht gelungen ist oder unfertig blieb. Bitte ihn um Vergebung für Versäumtes und bitte um seine heilende Kraft für alles, was wehgetan haben mag. Befehle diese Gemeinde dem Herrn der Kirche an und sei gewiss, dass er sie leiten und segnen wird auf ihrem Weg. So entpflichte ich dich hiermit nun offiziell von allen Aufgaben in der Kirchengemeinde Obereisenhausen und im Nachbarschaftsraum Oberland und möchte dir Gottes Segen zusprechen für deinen Weg ins Neue. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Liebe Kersten, Gott der Herr segne deinen Weg und segne dein Leben. Er segne dein Tun und dein Loslassen. Er segne dein Innehalten und deinen Neubeginn. Er sei deine Zuversicht und Stärke. Sei gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm doch einfach mal hier an die Seite, damit die Gemeinde dich auch noch mal sehen kann. Liebe Gemeinde, ebenso bitte ich nun auch euch, die Mitglieder des Kirchenvorstands, die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, diese ganze Gemeinde, lasst eure Pfarrerin nun getrost weiterziehen. Vertraut der Zusage unseres Gottes, dass er seine Gemeinde nicht verlässt, in Haiger nicht, in Obereisenhausen nicht. Lasst uns gespannt sein auf den Weg, den er nun mit uns geht.
Alles Gute dir und vielen, vielen Dank. Kerstin Stegmann hat es in ihrer Predigt ja schon gesagt, wie es hier jetzt weitergeht. Einige der Aufgaben sind verteilt. Die Kolleginnen, die Kollegen in der Nachbarschaft werden immer wieder auch mithelfen, dass wir die Vakanz miteinander gestalten, gut gestalten können. Am vergangenen Mittwoch war Pröbstin Bertram Schäfer hier. Wir haben bilanziert, haben die Ausschreibung vorbereitet. Geplant ist das im März. Amtsblatt, dann die Pfarrstelle Obereisenhausen und auch die Pfarrstelle nebenan Wolzhausen, die halbe gemeinsam, also nicht gemeinsam, aber im selben Amtsblatt in diesem Sinne gemeinsam ausgeschrieben werden. Denn möglicherweise könnte ja auch ein Pfarrer-Ehepaar oder ein Duo Interesse haben an anderthalb Pfarrstellen in direkter Nachbarschaft. Und dann wollen wir Gott bitten und hoffen, dass es dann bald zu einer Neubesetzung kommen kann. Und wenn noch jemand Zweifel hatte, dass das eine gute Zusammenarbeit wird mit deiner neuen Kollegin Tatjana Frenzel, ich weiß nicht, habt ihr die Lieder abgesprochen für eure Verabschiedungsgottesdienste? Das Lied, das wir jetzt singen, das haben wir in Breidenbach, wo die Verabschiedung heute Nachmittag von Pfarrerin Frenzel war, auch gesungen. Genau an dieser Stelle auch. Es macht ja einen gewissen Sinn da an dieser Stelle. Es macht einen gewissen Sinn, so lasst uns singen, wer nur den lieben Gott lässt walten, dieses Lied der Zuversicht. Thank you.
miteinander beten und Fürbitte halten. Wenn es möglich ist, bitte ich Sie aufzustehen dazu. Und zwischen den Bitten wollen wir jeweils gemeinsam sprechen. Herr, erhöre uns. Allmächtiger Vater, wir danken dir für den Dienst von Kersten Stegmann in dieser Gemeinde und in unserer Kirche. Du berufst Menschen zum Dienst und rüstest sie aus mit deiner Kraft. Du führst sie in ihrem Leben. Deine Gnade ist alle Tage neu und deine Treue ist groß. Wir bitten dich, dass Kersten Stegmann ihre Gaben auch an ihrem neuen Ort entfalten kann und leben und dass auch dort die Gemeinde sie freundlich aufnimmt und dankbar anerkennt. Lass deine Kirche immer Menschen haben, die ihre Berufung erkennen und ihren Platz finden. Wir rufen dich an, Herr, erhöre uns. Lieber Gott, wir nehmen Abschied von unserer Pfarrerin und blicken dankbar auf das, was sie im Glaube, Hoffnung und Liebe mitgebracht hat und an uns weitergegeben hat. Vieles ist uns gelungen und das macht uns zuversichtlich. Das, was noch unfertig geblieben ist, liegt in deiner Hand. Segne Kersten Stegmann auf ihrem Weg und uns auf unseren. Wir bitten dich, berufe du einen Bruder oder eine Schwester im Amt neu zu uns. Denn auch wir möchten gerne weiter an deinem Reich bauen. Wir rufen dich an, Herr, erhöre uns. Herr, unser Gott, überall in deiner Kirche gibt es Abschiede und Neuanfänge, Gelingen und Misslingen, Freud und Leid. Du hast uns in die Leitung deiner Gemeinde hier in Obereisenhausen gestellt. Vor uns liegt eine durchaus schwierige Zeit. Wir bitten uns, gib uns nicht nur die Kraft, gute Entscheidungen zu treffen, sondern auch Freude an unserem Dienst. Lass uns nicht aus Angst und Menschenfurcht entscheiden, sondern uns mutig zu dir bekennen. Lass uns deine Zeugen und Zeuginnen sein in dieser Welt und gib uns dazu deinen Heiligen Geist. Wir rufen dich an, Herr, erhöre uns. Herr, wir haben zusammen in deinem Weinberg gearbeitet und durften sogar sehen, wie hier und da Leben und Frucht sich gezeigt haben, wie du auch an uns deine Verheißungen wahrgemacht hast. Das war wunderschön. Wir sind dafür dankbar und ich bitte dich, dass Kersten auch aufs Neue mit Freude und Neugier daran geht, zu schauen, was deine Gemeinde braucht, dass niemand sie entmutigt, sondern alle ihr helfen. Uns und auch allen anderen vakanten Gemeinden bleibt treu. Herr, und segne unser Tun und Lassen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Mit seinen Worten beten wir dich gemeinsam an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in der Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz und hören, was es unserer Gemeinde anzusagen gibt. Die Kollekte, um die wir Sie heute am Ausgang bitten, ist für Aufgaben in unserer eigenen Gemeinde bestimmt.
Zum nächsten Gottesdienst am 6. Februar um 9.15 Uhr mit Pfarrer Olaf Schmidt laden wir herzlich ein. Wie die Regelungen für die Vakanzzeit getroffen sind, haben Sie schon gehört von Pfarrerin Stegmann. Die Frage ist, wie geht es jetzt heute weiter? Nach dem Segen werden wir wie gewohnt ein Orgelnachspiel hören. Einen großen Empfang für die ganze Gemeinde, um unsere Pfarrerin zu verabschieden, können wir unter den Bedingungen der Pandemie leider nicht ausrichten. Darum gibt es nach dem Orgelspiel Gelegenheit für einige Grußworte und Manuel Böhm wird uns danach musikalisch verabschieden. Am Ausgang können Sie sich dann von Pfarrerin Stegmann persönlich verabschieden. Thank you.
Ich habe mir eine Reihenfolge ausgedacht und bitte Frau Britta Duhart-Lindborn, das ist die Präses unserer Dekanatssynode, den Anfang zu machen. Schönen guten Abend von meiner Seite. Liebe Pfarrer Mensch Stegmann, liebe Kirchengemeinde Obereisenhausen, ich möchte Ihnen im Namen des Dekanats Biedenkopf-Gladenbach Grüße überbringen. Und Ihnen, Frau Stegmann, für den Dienst in der Kirchengemeinde Obereisenhausen, Nachbarschaftsraum Oberland und auch auf Dekanatsebene herzlich danken. Es schlagen immer zwei Herzen in einer Brust, wenn eine Verabschiedung ansteht. Zunächst kommen die besonders schönen Dinge in Erinnerung, die vielen schönen Gottesdienste, die Begegnungen, Veranstaltungen, vielleicht der Einführungsgottesdienst, damals vor 5 Jahren. Es kommen Menschen in den Sinn, die stets zur Seite waren und sie über die Jahre und über die Jahre das Gemeindebild geprägt haben. Und vielleicht auch die, die heute nicht mehr mit dabei sein können. Ein Stück Wehmut schleicht sich ein, bei Ihnen und bestimmt auch bei der Gemeinde. Und dann ist der Neuanfang mit der neuen Gemeinde. Was kommt? Wie wird es werden? Welche Herausforderungen stellen sich im Dekanat an den Weg? Ist es so viel anders oder genauso? Oder genau so, nur anders. Sie werden es herausfinden. Und dazu wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Ihnen, liebe Gemeinde hier in Obereisenhausen, wünsche ich, dass Sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wo eine Tür zugeht, geht eine neue auf. Das war noch nie anders. Ich wünsche Ihnen, Ihre Chancen zu erkennen. Es wird natürlich anders werden, als das, was Sie jetzt heute haben hergeben müssen, aber es liegt nicht alles in unseren Händen. Suchen Sie und finden Sie nach den Schätzen in Ihrer Gemeinde und sehen Sie, was daraus Tolles entstehen kann. Bleiben Sie aktiv, so wie es die Christen immer getan haben. Jeder hat eine besondere Begabung bekommen. Bringen Sie diese ein. Und wenn Sie nicht wissen, dass Sie eine haben, probieren Sie es aus. Hören Sie auf Ihr Herz. Da gibt es einen, der helfen kann. Hören Sie in Ihre Gemeinde hinein. Ich wünsche Ihnen, Frau Pfarrerin Stegmann, und Ihnen, liebe Kirchengemeinde Obereisenhausen, alles Gute und Gottes Segen auf Ihrem neuen Weg. Bleiben Sie behütet und gesund. Vielen Dank. Steht aber auch in der Mitte, gell? Ja, irritiert. Auch Kleinigkeiten irritieren. Große Sachen, viel mehr. Ja, ihr Lieben, es war ja immer so, man hatte eine Gemeinde, man hatte eine Pfarrstelle. Und dort saß dann eine Person drauf. Und die war dann alleine für alles zuständig.
Man hat sich darauf verlassen, dass der Pfarrer oder Pfarrerin alles gemacht hat. Und zwar alles. Der Kirchenvorstand zerfiel in die Leute, die genickt haben, und dann Leute aus der Wirtschaft, die empfanden sich dann als Aufsichtsrat. Und der Rest hat zugeguckt. Das ist lang vorbei. Das ist sehr lange vorbei. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist das heute völlig anders. Wir sind auch als Pfarrer und Pfarrerinnen nicht mehr lauter Einzelkämpfer, die nur auf ihrem Thron oder Schleudersitz sich befinden, sondern auch wir kennen mittlerweile das Zusammenarbeiten. Manchmal gezwungen, dann geht's schief, manchmal freiwillig, dann geht's gut. Und wir waren auch ein Team im Oberland, das jetzt kleiner wird,